beiden Jumper, die Skispringer, die machen sich jetzt auf den Weg. Wir haben eine Monsterschanze aufgebaut. Skispringen lebt ja nicht von einer breiten Wirkung, das heißt, wir rekrutieren unsere Athleten nicht durch Sichtung, durch Auslese, sondern wirklich dadurch, dass wir Väter, Onkel, Tanten haben, die ihre Kinder oder ihre Neffen zum Skispringen bringen. Es ist enorm wichtig, dass wir diesen Jugendlichen die Chance geben, bei so Events wie Willingen zu zeigen, dass sie mit der Öffentlichkeit, mit dem Publikum, mit den Fans umgehen können, weil damit binden wir sie, wenn wir ihnen dann zeigen, was die großen Athleten dann am Abend mit dieser Veranstaltung anfangen. Im Prinzip sind da keine Grenzen gesetzt. Wir gehen davon aus, wenn Kinder Skifahren können, was bei uns ja eigentlich normal ist, dass die mit 3-4 Jahren Skifahren alleine, dann sind die mit 5, können die ruhig an die Schanze kommen und die fangen ja nicht auf einer großen Schanze an, die fangen an kleinen Schanzen an. Erstmal runterzufahren, sich an das Material gewöhnen und dann führen wir die Kinder ran, sukzessive von unserer Pemper-Schanze weiter zu den anderen Schanzen, zu den größeren. Da sind auch keine Grenzen, ob jetzt einer ein bisschen größer oder kleiner oder dicker oder dünner ist. Wer Spaß hat, sollte es einfach probieren. Und daraus kriegt man auch nur die Zukunft, sonst funktioniert es nicht. Wir müssen Grundlagenausdauer machen, wir müssen für Springen was tun. Also die Kinder habe ich mittlerweile 5-mal in der Woche im Training. Hallo erstmal, wir haben uns jetzt hier die Siegerin rausgesucht. Anna, wie alt bist du denn? Ja, ich bin 10 Jahre alt. Wie lange machst du schon Skispringen? 4 Jahre. Ja, und wie war das jetzt dann auch noch für dich zu gewinnen? Ja, ist ja immer schön zu gewinnen, ne? Ja, klar, ist ja immer schön zu gewinnen, ne? So, wir haben jetzt hier noch den kleinsten Sieger vor die Kamera bekommen. Das ist Ludwig. Ludwig, wie alt bist du denn? 9. 9 Jahre alt. Und wie lange machst du schon Skispringen? 5 Jahre. 5 Jahre lang schon. Wie oft trainiert ihr so in der Woche? 3 oder 2 Mal. Wir gehen manchmal in die Halle und machen da Trockenübungen, aber manchmal gehen wir dann auch auf die Schanze. Ja, wie war das für dich hier heute in der großen Arena überhaupt zu gewinnen? Also es sind ja ganz schön viele Menschen hier. War das aufregend? Nicht so wirklich, weil ich springe hier ja schon jedes Jahr eigentlich mit und deswegen kenne ich das schon.